Hallo liebe Freunde von Matsch und Piste, heute machen wir mal einen Ölwechsel, im Grunde nichts Besonderes, aber den einen oder anderen interessiert es ja vielleicht doch, wie das funktioniert und warum man das macht. Heute machen wir das dann mal beispielhaft an einem Land Rover Defender TD5. Warum müssen wir einen Ölwechsel machen? Das Öl ist im Motor mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen ausgesetzt, die es mit der Zeit altern lassen. Die mechanischen Belastungen, die zerreißen regelrecht die Molekülketten des Öls an den Scherstellen im Motor. Das erkennt man daran, dass ein altes Öl gleichen Typs dünner ist als ein neues Öl. Die chemischen Belastungen sind Verbrennungsrückstände, die im Öl Säuren bilden. Die müssen gebunden werden. Dafür sind Zusätze im Öl drin. Es sind auch noch weitere Zusätze im Öl drin, die Schaum verhindern oder zum Beispiel Säuren binden. Und diese Zusätze verbrauchen sich mit der Zeit. Kommen wir zum Öl. Wenn ihr euch euer Öl kauft, schaut in das Handbuch, welche Viskosität ihr braucht. Das ist der untere Wert, der obere. Der obere muss in jedem Fall stimmen. Und ihr solltet die Spezifikation erfüllen, die das Öl, die euer Hersteller für den Motor fordert. Die Spezifikation hier A1, B1, wobei A Benziner und B Diesel ist, ist wichtig. Ihr könnt unter www.lendipedia.de Techniköl einmal nachlesen, was die Spezifikationen bedeuten, und es ist nicht egal, welche Spezifikation man in seinen Motor kippt. Mit jedem Ölwechsel sollte man auch seine Filter wechseln, die eben Schwebstoffe und Partikel aus dem Öl filtern. Beim Land Rover TD5 sind das zwei Filter, die gewechselt werden müssen: der normale Standard-Papierfilter und ein sogenannter Rotationsfilter. Brauche ich am Werkzeug? Ich habe zum einen eine Bürste, falls ich irgendwelche Verschmutzungen lösen muss. Das ist schließlich ein Geländewagen. Dann habe ich Schlüssel, um die Schrauben zu öffnen. In dem Fall für die Ölschraube am Motor und für die Schrauben am Rotationsfilter. Zusätzlich verwende ich eine Dichtmasse. Hylomar kann ich da empfehlen, weil sie auch in nass eingesetzt werden kann. Das heißt, ich kann eine ölnasse Schraube damit abdichten. Diese Dichtmasse mache ich nachher an die Ölablassschraube ran. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist ein sogenannter Ölfilterschlüssel. Den gibt es wie in dieser Form sozusagen als Zwinge oder auch als Zange mit Riemen und ähnliches. Das hilft mir dabei, einen festsitzenden Ölfilter zu lösen, und natürlich saugfähige Lappen zum Reinigen. Bevor ich den Ölwechsel mache, sollte ich das Motoröl warm fahren. Dadurch erreiche ich, dass mehr Öl aus dem Motor herausläuft, da es flüssiger ist. Und das ist wichtig, da altes verbleibendes Öl im Motor eine neue Oxidation des Öls startet. Das Erste, was wir beim Ölwechsel machen, ist natürlich oben die Öffnung, den Einfüllstutzen zu öffnen, so dass Luft nachströmen kann, wenn unten das Öl rausläuft. So, hier kommt jetzt die Bürste zum Einsatz. Das ist die Ölablassschraube. Selbstverständlich brauche ich auch noch einen Eimer, um das Altöl aufzufangen, und eine Unterlage. Und die muss ich jetzt erstmal vom Dreck befreien, von der letzten Geländefahrt. Das letzte Stück drehe ich jetzt von Hand. Natürlich habe ich Schutzhandschuhe an, weil mit Öl ist auch nicht zu spaßen. Das ist giftig und tut der Haut nicht gut. Und jetzt lassen wir erstmal das gesamte Öl in den Eimer laufen. Informiert euch bei eurem Fahrzeug, wo die Ölfilter sitzen. Hier beim Land Rover TD5 haben wir einmal hier vorne den Rotationsfilter, der sitzt unter dieser Kappe, die ist mit zwei Schrauben befestigt. Beim TD5 ist der zweite Ölfilter, der Papierfilter, auf der linken Motorseite schwer dran zu kommen, schwer herauszunehmen, und die Ölfilter werden in der Regel erst dann abmontiert, wenn das Öl abgelassen wurde. Wenn bei euch, wie hier bei diesem TD5, die Gefahr besteht, dass Dreck in eine geöffnete Stelle fallen kann, dann solltet ihr die vorher reinigen. Hier habe ich das bereits gemacht. Das heißt, wenn ich die Kappe abnehme, kann dort kein Sand reinfallen. Die Schraube habe ich jetzt mit einer Drahtbürste sauber gemacht und auch mit Bremsenreiniger von Öl befreit. Jetzt mache ich dort ein bisschen Hylomar drauf und setze dann die Schraube unten in das Gewinde ein. Und damit sind wir dann unterm Fahrzeug fertig. Bevor ihr die Filter einbaut, müsst ihr die Dichtungen leicht mit Altöl bestreichen, keinen dicken Film drauf machen. Das gleiche mache ich mit der Dichtung des Rotationsfiltergehäuses. Die Handfilterkartusche gut handfest anziehen, aber nicht zu stark, sonst habt ihr nachher Probleme, den Filter wieder runter zu bekommen. So, wir füllen jetzt das Öl ein. Dazu müsst ihr sicher sein, dass die Ölablassschraube wieder eingeschraubt wurde und dicht ist. Und dass die Ölfilter wieder montiert wurden. Wir haben beides gemacht und füllen jetzt ein.
So, wir sind jetzt beim zweiten Kanister angekommen. Der Wagen packt 7,5 Liter. 5 Liter konnte ich einfach ohne Kontrolle reinschütten. Jetzt muss ich aufpassen, wie viel ich reinschütte. Und dazu haben diese Ölkanister hier Markierungen, die mir helfen zu sehen, wie viel Öl schon ausgegossen. Jetzt ist es an der Zeit, das Öl einmal zu kontrollieren. Dazu hole ich einmal den Ölstab raus, wische ihn ab und stecke ihn erneut rein. Und dann messe ich. Das Öl ist jetzt ein bisschen über der Maximalmarkierung und das ist der halbe Liter, der nachher im Ölfilter verschwinden wird, wenn der Motor einmal gelaufen ist, und dann stimmt der Ölpegelstand. So, nach dem ersten Laufen habe ich den Wagen noch ein bisschen stehen lassen, dass ich das Öl absetzen kann, und kontrolliere jetzt nochmal, und jetzt passt es ganz genau. Wir sind jetzt durch mit dem Ölwechsel. Jetzt gibt es noch eine Probefahrt. Danach kontrolliere ich nochmal an der Ablassschraube und an den Filtern, dass alles dicht ist, und wenn das der Fall ist, sind wir fertig.